Komm her, freu dich mit uns, tritt ein, denn der Herr will unter uns sein, er will unter den Menschen sein. Komm her, freu dich, der Herr will unter uns sein. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz, deinem Nächsten öffne das Herz, und erkenne in ihm den Herrn. Komm her, freu dich, der Herr will unter uns sein. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil an des Herrn Gemeinschaft, nimm teil, er will unter den Menschen sein. Komm her, freu dich, der Herr in unter uns sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Komm her, freu dich mit uns, tritt ein, so haben wir gesungen. Und wirklich, zu unserem Glauben, zum Gottesdienst feiern, gehört dieser freudige Impuls unbedingt mit dazu. Vielleicht verspüren wir doch auch etwas die Freude, dass wir jetzt wieder miteinander gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass die Reihen sich wieder besser füllen. Komm her, freu dich mit uns, tritt ein, denn der Herr will unter uns sein. Das ist der wahre Anlass zur Freude in den Menschen, ein Vorbild für unser Stehen vor Gott. Wollen wir dem Herrn unser Herz öffnen und im Kyrie sein Erbarmen erbitten. Herr Jesus, nach Ruhe sehnen wir uns. Manchmal finden wir aus der Hetze des Alltags nicht heraus. So rufen wir, Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, manchmal scheint es, wir haben niemand, der sich für uns interessiert und nach unserem Leben fragt, aber du schaust auf uns und wir rufen zu dir, Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus, manchmal wächst uns alles über den Kopf, die Verantwortung wird zu groß und wir rufen zu dir, der uns ein Aufatmen schenkt, Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarmt sich unser, er nimmt von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem und freien Herzen diese Feier begehen. Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. Wir loben dich, wir preisen dich. Ehre Gott in der Höhe, wir bieten an und rühmen dich. Friede den Menschen auf Erden. Herr Jesus ist in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe uns zur ewigen Seligkeit. Darum bitten wir doch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Sacharja. So spricht der Herr, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er,
und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr ist nahe zu allen, die ihn rufen. Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen. Ich will dich erheben, meinen Gott und König. Ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig. Jeden Tag will ich dich preisen. Und deinen Namen loben auf immer und ewig. Der Herr ist nah. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Der Herr ist gut zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen. Danken sollen dir, Herr, all deine Werke. Deine Frommen sollen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Königtums sollen sie reden. Von deiner Macht sollen sie sprechen. Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem ist der Sohn, offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet. Und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja.
wir, liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, uns einem Evangelientext wie dem heutigen nähern wollen, dann können wir in einem ersten Schritt wahrnehmen, welche Stimmung prägt diese Szene aus dem Leben Jesu. Und ich würde sagen, die Stimmung ist, wir erleben einen total glücklichen, überaus glücklichen Menschen. Jesus, wie er dasteht, wie er betet, wir stellen uns ihn vor, vielleicht mit geöffneten zum Himmel, in offenen, ausgebreiteten Armen und mit Blick auf Menschen, mit denen er sich versteht, mit Menschen, von denen er annehmen darf, die haben das Wesentliche, was er ihnen vermitteln will, erfasst und beherzigt. Es ist die Rede im Gebet Jesu von all dem, was den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbar worden ist. Und es ist schon die Frage, wen meint er da? Wer sind die Weisen, die Klugen? Wer sind die Unmündigen? Die Weisen, die Klugen, sie haben es nicht erfasst, aber die Unmündigen, sie haben es verstanden. Wir müssen in den Kontext dieses Evangeliums heute etwas blicken, vor allem, was kommt davor? Da erleben wir, dass Jesus nicht nur Zuspruch findet, beileibe nicht, nein, es gibt auch große Ablehnung dort am See Genezareth, wo er zuerst lehrt, wo er die Nähe des Reiches Gottes verkündet in Wort und Tat. Wir können da Weherufe vernehmen über den Städten Kapharnaum und Gorazim, weil ihm hier anscheinend eine sehr permanente Ablehnung entgegenkommt, vor allem seitens der religiösen Autoritäten. Aber es gibt dann diese Menschen, die ihn doch annehmen, die ihn doch verstehen, die einen unmittelbaren Zugang zu seiner Botschaft haben. Und er nennt sie hier die Unmündigen. Unmündige waren eigentlich die Kinder, die nichts zu sagen hatten. Aber das mit unmündig und weise und klug, das hat hier im heutigen Evangelium fast so eine ironische Attitüde. Also diejenigen, die wie Kinder ganz unbedarft also sind, die vielleicht kein großes Ansehen haben in den Augen der anderen. Einfache Menschen, aber nicht nur einfache Menschen, sie haben ihn verstanden. Sie haben eine Offenheit gegenüber seinen Worten, seinen Gesten, während die Klugen, die Weisen, die im Sinn dieser Welt, vor allem lehnen sie ihn ab, das erfahren wir auch aus dem Kontext des Evangeliums, weil er in einer gewissen Freiheit umgeht mit dem jüdischen Gesetz, weil er die Tradition nicht eins zu eins hineinbuchstabiert in die Gegenwart, sondern nach dem inneren Sinn des Gesetzes fragt. Unmittelbar zuvor reißen die Jünger Ähren ab an einem Sabbat von einem Feld. Sowas war grundsätzlich erlaubt, aber eben nicht am Sabbat. Und Jesus stellt sich vor sie und er sagt, wie öfters im Hinblick auf den Sabbat, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Und so in dieser Freiheit geht Jesus oft um mit dem jüdischen Gesetz. Das Innere, das Kostbare bewahrend, aber zeitgemäß. Es ist ein Problem der Frommen damals, wie auch manchmal heute, dass sie da blockieren, dass sie das nicht akzeptieren können, dieser Ansatz in die Gegenwart hinein, dass der wichtig ist. Es gibt einen Grundsatz, der heißt nämlich Vox temporis, vox Dei.
Das war sogar der Wappenspruch des Münchner Kardinals Faulhaber. Stimme der Zeit ist die Stimme Gottes. Oder anders gesagt, in dieser Zeit, in der wir leben, muss die Stimme Gottes vernehmbar sein. Und da muss man freilich auch bestimmte Entwicklungen berücksichtigen, in denen Menschen damals lebten und heute lebten. Da hat sich etwas bewegt. Zum Beispiel, früher war die Gesellschaft in Ständen verfasst. Und ganz oben stand ein König, ein Kaiser, und das war dann pyramidal aufgebaut. Und neben der weltlichen Herrschaft, neben diesem Modell, etablierte man kirchlicherseits die sogenannte Hierarchie. Die war auch pyramidal aufgebaut und ist es noch heute. Freilich mit einem Unterschied zu den staatlichen Gegebenheiten. An der Spitze stand nicht einer, der qua seines Standes, qua seiner Abstammung hier herrschte, sondern der, der qualifiziert war, der eine wirkliche Berufung dazu hat, der steht an der Spitze. Aber das Modell ist eben ein deutlich pyramidales von oben nach unten. Aber unsere Gesellschaft ist nun demokratisch verfasst. Das ist etwas anderes, was kirchlicherseits in den Strukturen der Ämter nicht eingeholt ist. Man könnte hier auch reden über die Rolle der Frau, die sich ja sehr verändert hat, über das Zueinander von Mann und Frau in Partnerschaften. Aber das führt uns jetzt zu weit, das kann jeder für sich selber auch weiterdenken, wie man hier antworten sollte auf die Gegenwart. Da muss noch manches geschehen. Aber es gilt natürlich auch, das Ursprüngliche zu bewahren. Das Kostbare, das Uralte muss in die Gegenwart hinein immer wieder neu ausgesprochen und immer wieder neu definiert und bestimmt werden. Und was ist dieser kostbare Kern, dieses Uralte, das wir aus der frohen Botschaft Jesu nicht verlieren dürfen? Und da spricht heute Jesus im Grunde aus, in diesem großen Gebet, das er hier vorträgt. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast, dass er ganz im Vater ist, dass er alles vom Vater hat und der Vater ihm alles offenbart und alles gibt. Es ist doch im Grunde die Antwort auf eine uralte Frage, auf eine uralte Sehnsucht des Menschen, dass Gott sich nicht nur verborgen und indirekt mitteilt, sondern dass er durch die Stimme eines Menschen spricht. Das ist hier in Jesus in einzigartiger Weise offenbar und gegenwärtig geworden. Und dies gilt es auch in unsere Zeit hinein mitzunehmen, zu implementieren, in der Gegenwart fruchtbar zu machen. Nun, liebe Schwestern und Brüder, es geht genau darum, dass wir uns Jesus nahe wissen in einer Art und Weise, wie sich Jesus dem himmlischen Vater nahe weiß. Dass wir ganz in seiner Liebe geborgen sind. Dass wir ihn anbeten, aber nicht nur das, dass wir ihn nachahmen in unserem Alltag, in unserem Lebensvollzug, in unseren Worten, in unserer Begegnung mit dem anderen, in unserer Weise, wie wir die Schöpfung sehen, wie wir den Mitmenschen sehen. Da soll sich das Wesen Jesu, das wir ja in uns aufnehmen, besonders in der Heiligen Kommunion, ausprägen. Und dass wir wie Jesus spüren, wie sehr der himmlische Vater uns liebt. Lieben und geliebt werden ist das Höchste, was es gibt auf Erden,
heißt es, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig zitiert habe, bei Josef Haydn in den vier Jahreszeiten. Und darum geht's. Jetzt könnten Sie aber zu Recht sagen, passen Sie mal auf, Herr Pfarrer, das ist jetzt ein bisschen sehr ideal, vielleicht auf den zweiten Blick sogar ein wenig kitschig. Wenn wir das betrachten, entspricht das der Realität? Jesus hat genau das auch im Blick, wenn er fortfährt im Evangelium und von den Lasten spricht. Er sagt eben nicht, durch diese Art, in diesem unmittelbaren Verhältnis zu Gott zu leben, wird euch Menschen alle Last abgenommen. Ihr braucht nur noch zu entspannen. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber er sagt denjenigen, die überlastet sind von dem Alltag, von den Dingen dieser Welt. Und Jesus wusste selber, was es hieß, Lasten zu tragen, von seinem ursprünglichen Beruf im Bauhandwerk her, bis hin dann zum Tragen des Kreuzes hinaus nach Golgotha, wie das Leben niederdrückend, wie das Leben belastet. Und uns wird nicht verheißen, dass alle Last von uns genommen wird. Auch das Leben, auch dem Glauben, auch das christliche Leben ist nicht ohne Lasten. Aber diese Last, so hören wir auch, ist leicht. Das Joch, ein schönes Bild, ist sanft. Es ist erträglich. Ich denke, dass das für uns eine ganz realistische Perspektive ist, warum es sich lohnt, aus dem Glauben zu leben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen beten zu Gott, der um unsere Anliegen weiß, der unsere Mühsal und Lasten kennt und der uns ein Aufatmen schenken will. Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Kirche. Hilf ihr, den Glauben in einer Sprache zu verkünden, die die Menschen verstehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Regierenden. Hilf ihnen, die Gesellschaft so zu ordnen, dass die Lasten möglichst gerecht verteilt sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir bitten dich für alle, die an dich glauben. Hilf ihnen, ihre Beziehung zu dir zu vertiefen. Hilf ihnen, heilig zu werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir bitten dich für alle, die deine Botschaft nicht verstehen können oder wollen. Hilf ihnen, die Freude des Glaubens zu entdecken. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir bitten dich für unsere Toten. Hilf ihnen, Ruhe zu finden bei dir. In besonderer Weise beten wir mit einer gewissen Person für verstorbenen Franz Nels Junior zum Sterbetag, mit Sabine, Monika und Christian für verstorbenen Onkel Heinz Wagner, mit Xaver und Elisabeth Sporrer für verstorbenen Onkel Heinz Wagner,
mit Sibylle Groll für verstorbene Johann und Elfriede Fritz, mit Rosa Ringelstetter mit Kindern für verstorbenen Ehemann und Vater. Bitten dich, Herr, höre uns. Denn du, Herr, bist voll Liebe und Erbarmen zu uns Menschen. Dir sei Lob und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses Mahl. Es befreie uns von allem Bösen und helfe uns Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, das wir von dir empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, lasst uns singen, heilig bist du, Herr und Gott. Erd und Himmel sollen klingen, Vater, dir sei Dank und Lob. Preis sei ihm, dem großen König, der da kommt in Herrlichkeit. Hosianna, Hosianna, hoch gelobt in Himmel.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Voll Vertrauen dürfen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und uns alle nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, und so seht nun Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns bieten. Herr, du hast uns mit reichen Gaben beschenkt. Lass uns in der Danksagung verharren und einst die Fülle des Heils erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte hinweisen auf die Siehmesse, die am kommenden Samstag, so uns die Witterung hoffentlich nicht im Stich lässt, am Weiher Zwickwanderin stattfindet. Da dürfen dann bis zu 200 Personen kommen. Und danach ist noch ein kleiner Umtrunk im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Dazu lade ich herzlich ein, nächsten Samstag um 18.30 Uhr. Ich wünsche allen eine gesegnete und gute Woche. Gottes Segen soll uns treulich begleiten. Ihn erbitten wir jetzt. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gehet hin in Frieden. Thank you.